This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's darum, wie man motiviert bleibt. Und zwar jeden Tag, man kennt's, schlechter Tag, keinen Bock auf nichts. Und wie man einfach dran bleibt, seine Ziele zu erreichen, wie man einfach im Fluss bleibt. Und ich denke, ich habe mal 3 Punkte aufgeschrieben, 3 Stück, die euch helfen sollten, denke ich, die mir auf jeden Fall immer geholfen haben, motiviert zu bleiben. Und ich denke, wenn man diese 3 Dinge jeden Tag tut, dann wird man immer auf jeden Fall motiviert bleiben. Man muss es eben nur machen. Und machen ist nämlich schon der erste Punkt. Machen. Einfach tun. Auf nichts warten. Man kennt das. Man wartet auf irgendeinen Telefonanruf oder so. Das ist verschwendete Zeit. Sei im Moment. Mach irgendwas direkt. Irgendwas, was dir Spaß macht. Und wenn du nur daheim rumhockst, dann meistens noch drinnen, dann ist man klar irgendwie down und dann kommt man auch nicht aus diesem Loch raus. Also erster Punkt ist machen. Irgendwas machen einfach. Das Wichtigste überhaupt. Und wenn man den beachtet, jeden Tag was macht, dann bleibt man auf jeden Fall motiviert. Und zwar das, was einem Spaß macht. Und zweiter Punkt ist dann einfach rausgehen. Rausgehen in die Natur. Einfach nur eine Runde irgendwo laufen, fertig. Man kennt das, man ist viel frischer, viel fitter, wenn man mal draußen war. Und wenn man wirklich jeden Tag mal kurz rausgeht, dann geht auch die schlechte Laune wieder weg. Wenn man in der Natur ist, kommt man auch automatisch in den Moment rein. Man beobachtet wieder was und vergisst die Gedanken. Und das ist, denke ich, so wichtig einfach. Also ins Tun kommen, rausgehen und als dritter Punkt ist einfach zu machen, was man liebt. Und wenn du jeden Tag einfach nur, selbst wenn es nur 5 Minuten sind, sich das wirklich, man muss sich halt dann auch zu zwingen, diese 3 Dinge zu tun. Man zwingt sich dann immer anfangs vielleicht erst dazu, aber dann, danach ist es immer angenehm. Das ist wie wenn man sich sonst irgendwie zum Rausgehen überwinden muss, weil gerade schlechtes Wetter ist. Wenn man dann draußen war, auch wenn es kalt war, dann war es einfach gut, du kommst rein, bist wieder aufgeweckt, bist lebendig, hast frische Luft bekommen. Und wenn man jeden Tag ein bisschen rausgeht, was macht und dann einfach tut, was man liebt, 5 Minuten, ich liebe Inliner fahren jeden Tag oder Yoga oder so jeden Tag, meditieren jeden Tag, was dir halt Spaß macht. Und das dann wirklich jeden Tag machen. Wirklich sich eine Zeit festsetzen und wenn es dann mal, wenn man schlecht drauf ist, dann macht man es nur 5 Minuten, Hauptsache ein bisschen. Kurz rausgegangen, es hilft schon Wunder. Am nächsten Tag schaut die Welt immer wieder ganz anders aus. Auf jeden Fall machen, rausgehen, jeden Tag kurz rausgehen. Und machen, was du liebst, jeden Tag. Und wenn es nur 5 Minuten sind. Und ja, man muss es einfach nur machen. Peace.